Gott und willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Päpstlichen Universität Heiligen Kreuz und herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Nirgends ist so österlich, als wenn man lebt klösterlich. So heißt es, und darum kommt unsere Ostersendung auch aus dem zisterzienserstift Stift Heiligenkreuz. Und wir freuen uns, dass bei uns ist wieder der Rektor der päpstlichen Hochschule hier in Heiligenkreuz, Pater Professor Karl Wallner. Herzlich willkommen in unserer Sendung. Dankeschön, Sister. Ich habe gelesen, dass unter den jungen Menschen unter 30 Jahren etwa jeder Vierte gar nicht mehr weiß, was da an Ostern ja. geschieht. Und viele denken, da ist Jesus geboren, mhm. da hat Jesus geheiratet, meinen auch drei äh, <laughs> 3%. Und manche verbinden da überhaupt nichts mehr Religiöses damit, sondern ja. nur noch den Osterhasen. Deswegen ganz kurz und gerafft: ja. da liegt also in der Osternacht. Am Samstag vor Ostern, da liegt äh, Jesus äh, im Grab. Wie kam es dazu? Also zunächst die Osternacht oder Ostern ist das Fest aller Feste. Die frühe Kirche hat ganz zugelebt auf dieses höchste, eine einzige Fest, kann man fast sagen, in der alten Kirche, das es überhaupt gegeben hat. Zugleich das Fest der Taufe, wo dann existenziell dieses mit Christus Auferstehen gefeiert wurde für jene Heiden, die eben jetzt zum Glauben gefunden haben und dann getauft worden sind. Und auch für uns in der heutigen liturgischen Ordnung ist Weihnachten, ist Weihnachten eigentlich im Vergleich zu Ostern ein kleines Fest. Also es gibt nichts Größeres, das die Kirche feiern kann, als den Sieg Christi über Sünde und Tod in seiner Auferstehung. Und deshalb ist die Osternacht die Liturgie aller Liturgien, die Nacht aller Nächte, das Fest aller Feste, die Nacht, die hell wird wie der Tag, weil Christus auferstanden ist. Bevor er aufgestanden ist, wurde er gekreuzigt. Mhm. Nun kann man viele Artikel lesen vor Ostern, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Die Redaktionen meinen, da müssten sie auch was dazu tun. Auch die großen Magazine bringen Artikel und da kommen oft ganz bizarre Theorien auf, nämlich, Jesus sei da gar nicht wirklich gestorben sondern äh, er sei irgendwie nur scheintot gewesen und sei dann ausgewandert äh, nach Indien und habe mit Maria Magdalena Kinder gezeugt und so weiter. Für den Christen ja. hört sich das sehr bizarr an, aber das wird wirklich dann ja. auch mit, mit einem mindestens Schein, mit dem Anschein von Wissenschaftlichkeit ja. vertreten und, und ist in den Köpfen drin. Ja. Was ist denn von solchen Theorien zu, zu halten? Wie wahrscheinlich ist das? Also für Theologen sind sie nicht einmal ein Augenblick des Denkens wert, denn nichts ist sicherer als die Existenz Jesu Christi als historische Persönlichkeit und nichts ist sicherer als der Glaube der Jünger daran, dass er, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden ist, auf eine wunderbare und unvorstellbare Weise von Gott, von den Toten auferweckt worden ist. Also für uns es ist es wirklich schade, überhaupt darüber zu reden. Ja, also das ist der Glaube der frühen Kirche. Wenn es das nicht gegeben hätte, dass Christus von den Toten aufer würde es die Kirche nach 2000 Jahren nicht geben, hätte es die Kirche nie gegeben. Also wirklich, bitte sparen Sie uns die Zeit, ja. wir haben über Wertvolleres zu reden, also über diese Dinge, die immer wieder aufgewärmt werden, die wir auch schon in den Evangelien finden, also die Erzählung vom Grabesbetrug und so weiter durch die Jünger oder da hat Hermann Samuel Reimarus nicht, also im 18. Jahrhundert damit begonnen, also das Ganze nur als Jüngerbetrug darzustellen, damit die Apostel dann lustig weiterleben können und vom Geld der Leute leben können. Bitte, das ist Schmonzes und Nonsens. Ja. Christus ist gestorben und wir glauben daran, dass er auferstanden ist. Warum ist das so unwahrscheinlich, dass das nicht nur eine Erfindung der Jünger war, dass das Grab in Wirklichkeit voll war, ganz ja. normal, dass da der Leichnam gelegen ist? Ja. Warum ist das so unwahrscheinlich für einen vernünftigen Geist von heute? Also ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit spricht so deutlich dafür, denn all jene, die als Zeugen dieser Ereignisse der Kreuzigung Christi eben jetzt dabei waren, sind ja in Tristesse, in völliger Depression von Jerusalem weggegangen bzw. haben sich eingesperrt. Es war ja nicht so, dass in der Gemeinde, die Christus sich gesammelt hatte unter den Aposteln, die Haltung da war, Ha, hurra, jetzt stirbt er endlich, damit er dann aufersteht, sondern mit diesem Ereignis des Karfreitags brach ja die ganze messianische Erwartung, die die auch diese Jünger hatten, die drei Jahre geschult worden sind von Christus, vorbereitet, brach mit einem zusammen. Und die ganzen Osterberichte schildern das sehr ungeschminkt, also schildern das auch ungefälscht eben jetzt, dass in diese Depression hinein plötzlich das Unvorstellbare geschieht, das zunächst auch nicht jetzt gleich mit Euphorie begrüßt worden ist. Die Frauen, die berichten, das Grab ist leer und so weiter, denen schenkt man zunächst keinen Glauben und dann muss Jesus auf verschiedene Weise erscheinen und seine neue Existenz immer wieder eben jetzt durchsetzen und beweisen. Also ich würde sagen, nichts ist mehr gewiss auf österreichisch, als dass Christus gestorben und eben jetzt auferstanden ist. Es sind ja nachher dann auch äh, fast alle aus diesem Apostelkreis umgebracht worden, deswegen, weil sie das verkündet die, haben. Die, die, also, ja. sie haben es sozusagen mit ihrem Leben äh, auch bezeugt. Die Kirchenväter führen das immer wieder als eines der Hauptargumente an, dass alle, die eben jetzt diese Auferstehung Christi bezeugen, denen der Auferstandene eben jetzt in dieser Weise erschienen ist, so beeindruckt waren und so überzeugt waren, dass sie dafür ihr Leben hingegeben haben. Und für Geschichten ja, gibt niemand sein Leben, sehr wohl aber für reale Geschichte, die diese Apostel erlebt hatten. Nun ist Jesus ja nach dem Glauben der Kirche ein Mensch gewesen, aber auch Gott gleichzeitig. Mhm. Jetzt ist er tot. Wie muss man sich das vorstellen? Kann Gott denn sterben? Also, ich würde mal sagen, man soll sich hier nicht allzu viel vorstellen, denn Jesus Christus ist ja als Mensch wirklich in seiner menschlichen Realität auch fassbar gewesen. Er hat in einer menschlichen Seele erlebt und gelebt, er hat gelitten in einer menschlichen Seele und er hat den Tod auch in einer menschlichen Seele erlebt. In einer Seele, die die Dunkelheit wie jetzt des Abstiegs in, das Unter-, in die Unterwelt, wie es dann heißt, eben jetzt auch miterlebt hat. Gott selbst, die Gottheit, eben jetzt streng chalcedonensisch gesprochen, nach dem Konzil von Chalcedon von 451, sind in der einen Person, Jesu Christi, zwei Naturen unvermischt miteinander verbunden, nämlich die Natur eben jetzt der Gottheit und die Natur der Menschheit und die Gottheit als Gottheit kann als solches natürlich nicht sterben, sondern gestorben ist die menschliche, die leibliche Wirklichkeit Christi, aber natürlich muss in einer gewissen Weise dieser Tod eben jetzt, den der Mensch geworden erlitten hat, auch jetzt das innere Sein dieses göttlichen Gottessohnes berührt haben. Ja? Sonst hätte er das Ganze keinen Sinn, sonst wäre die Verbindung nicht wirklich eine untrennbare Verbindung der beiden Naturen gewesen. Aber wir sind hier in hoher theologischer Spekulation. Die, die Kirche glaubt, dass Christus den Tod so erlitten hat, wie er ihn auch der Mensch erlebt. Und mehr noch, dass er ihn als Sündentod erfahren hat, nämlich als das Getrenntsein des Sünders von Gott, als das Weggefluchtsein des Sünders von Gott. Und als solche steigt er ab in das Reich der Unterwelt und begegnet dort jenen, die eben vor ihm gestorben sind und führt sie hinauf zur Höhe, wie es im Epheserbrief heißt. Diese Vorstellung ist ja für viele sehr äh, schwer nachvollziehbar. Es gibt den, den Film Die Passion Christi, mhm. den haben viele gesehen, auch sicher von unseren Zuschauern. Und da kriegt man ja ein bisschen mit, wie grausam diese ganze äh, Kreuzigungsgeschichte war. Das ist ja für uns unvorstellbar. Und da sagt doch mancher, wie ich finde verständlicherweise, ja, äh, hätte das denn wirklich sein müssen? Und was muss das für ein grausamer Gott sein, der seinen Sohn das alles mitmachen lässt? Und da sagt doch der eine oder andere dann, ja, für mich hätte es nicht gebraucht, für mich hätte er nicht sterben müssen. Also zunächst einmal, Sie haben von Vorstellung gesprochen. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass wir hier uns spekulativ, also großartig irgendetwas vorstellen. Wissen Sie, für mich erhält sich das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Christi, immer ganz existenziell dann, wenn ich am Grab von jemand stehe, und das Priester eben jetzt hier die Einsegnung vornehme und dann gibt es dieses wunderbare Gebet, ich stehe dann mit den Verwandten, die weinend und untröstlich oft sind, leider auch im wirklichen Wort des Sinnes, weil ihnen der Glaube eben jetzt an diesen Trost, der in der Auferstehung liegt, fehlt. Und da stehe ich da, da ist das offene Grab, der Sarg ist hineingesenkt und dann gibt es dieses wunderbare Gebet, Herr Jesus Christus, du hast selbst die Finsternis des Grabes mit uns geteilt. Ja? Also er, der Sohn Gottes, hat diese letzte Dunkelheit des Menschen wo wir alle nicht wissen, auch die Kirche. Also wir können keine Wegbeschreibung äh, durch das geben, was im Tod dann real geschieht. Das ist verhüllt im Mysterium letztlich nicht. Es ist ein dunkles Rätsel. Aber in der Auferstehung Christi, der selbst diesen Tod mit uns geteilt hat, wird alles hell. Gehen wir zurück in die Feier äh, der Osternacht. Äh, die besteht ja aus äh, vier Teilen und beginnt mit einer Lichtfeier. Trotzdem ist es, wenn man in die Kirche kommt, Dunkel. Was soll da symbolisiert werden? Die Dunkelheit ist die Dunkelheit des Kasamstages. Ja? Wichtig ist ja, dass die Osternacht Abschluss des Heiligen Tritums ist. Karfreitag, Kar Samstag und dann die Hohe Osternacht. Gründonnerstag ist auch ganz wichtig, nicht? Also der Tag, wo Christus uns sowohl die Eucharistie als auch das Priestertum schenkt. Karfreitag, Tag des Leidens und Sterbens Christi. Der Kar Samstag ist mir das größte Anliegen, nämlich dass man diese Dunkelheit auch mitvollzieht. Bei uns in Österreich und ich glaube auch im bayerischen Raum gibt es diesen Brauch des Heiligen Grabes dass man das wirklich auf sich mal wirken lässt, dass Gott die Dunkelheit eben jetzt des Sterbens mit uns geteilt hat. Und für mich als Kind war das schon eines der eindrucksvollsten Tage, weil da sind wir in die Kirche gegangen und da hat es die Möglichkeit gegeben, bei einer Darstellung eben jetzt des Leichnams Christi beim Heiligen Grab, darüber das Allerheiligste ausgesetzt in verhüllter Weise, eben jetzt Anbetung zu halten. Der Samstag ist absolut stiller Tag eben, so Grabesstille, die hier gespielt wird. Und deshalb beginnt die Osternacht dann in dieser Finsternis des Grabes. Und ich habe als Pfarrer das immer sehr propagiert, dass die Leute doch bitte um Gottes Willen nicht erst am Kasamstag, ja, also am heiligen Tag der Grabesruhe, am großen Sabbat der Welt, ja, also wo der Sohn Gottes jetzt eben ruht vom Werk der Erlösung, dass man doch nicht bitte dann erst seine Ostereinkäufe oder seinen Osterputz oder sonst irgendeine Geschäftigkeit macht, sondern dass man dadurch wirklich ausruht, eben jetzt teilnimmt an der Grabesruhe des Herrn, auch dass man die Verstorbenen an den Gräbern besucht dann kommt wenn man, in die, wenn man mit dieser feier begonnen hat dieser osternachtfeier es ist noch dunkel das licht. Äh, kommt das licht herein und äh, es erschallt einer der feierlichsten kirchengesänge die es gibt das sogenannte exultet mhm. das osterlob und darin heißt es wahrhaftig umsonst wären wir geboren hätte uns nicht der erlöser gerettet aber da fehlt es doch äh, heute vielfach am bewusstsein äh, weshalb bedürfen wir denn dieser Rettung? Wof, wovor hat er uns denn genau gerettet? Also es ist ganz großartig bei uns hier im Kloster, wir haben das Osterfeuer dann im Osterhof, dann wird die Osterkerze gesegnet, damit beginnt alles. Und wie dann das Licht dieser Osterkerze sich unter den Gläubigen verteilt, in die Kirche getragen wird und alles hell macht. Ich glaube, das spricht schon für sich. Die Osterkerze übrigens ist Symbol für Christus. Also für Christus ist sie Symbol für den Auferstandenen, deshalb wird sie mit Christus-Symbolen bezeichnet. Alpha und Omega, Anfang und Ende, dann fünf Kugeln meistens als Zeichen für die fünf verklärten Wunden des Auferstandenen Herrn und der macht alles hell. Und die Botschaft ist doch ganz automatisch: Wir sitzen hier in einer Hölle von Finsternis, die bloß oberflächlich ist. Wir sind eingesperrt in unseren Materialismus und in diese Finsternis eben jetzt des Materialismus, der eben jetzt der Gefangenheit in dieser irdischen Welt eben bricht dieses Dicht der Ewigkeit ein, das uns eben jetzt verheißt, dass unser Leben nicht nach 70, 80 Jahren im Nichts verlischt, sondern dass wir auferstehen. Und ich glaube, dass jeder Mensch instinktiv spürt, dass er eine solche Erlösung braucht. Und äh, man empfindet es vielleicht noch tiefer, wenn man vorher etwas getan hat, was die Kirche empfiehlt, nämlich zu beichten. Ja, da gibt es ja immer Exultet, dass dann gesungen wird, diese wunderbare Stelle. Ich habe es hier mitgenommen, wo die Kirche dann eben jetzt die Sünde besingt, und zwar in folgender Weise. Der Priester besingt die Osterkerze und singt, o wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. Und das geschieht in jeder heiligen Beichte. Eine Sünde ist in sich eine Katastrophe, ja? ist etwas Furchtbares. Sie zerstört das Verhältnis zu Gott, sie verletzt Menschen, sie zerstört das Gute in dieser Welt. Aber in dem Augenblick, wo sie von Gott erlöst und vergeben wird, wo ich sie in der Beichte auch Gott hinhalte, darf ich selber das erfahren, dass die Sünde zum Instrument des Heiles wird, dass aus der Sünde aus dem Dreck Gnade wird, dass aus der Finsternis plötzlich Licht hervorbringt. Nicht? Also das ist ist das große Geheimnis von Ostern, dass Gott die Sünde des Menschen verwendet hat, um eine noch größere Liebe uns zu zeigen, indem er seinen Sohn am Kreuz hingegeben hat. Bedeutet das dann auch so eine Art Auferstehung für den Einzelnen, der, der gebeichtet hat, dass er in irgendeiner Weise auch ein neuer Mensch wird, auch wieder lebendiger wird? Wissen Sie, wenn man Ostern mitfeiert, ohne vorher zur Beichte zu gehen, dann kann das sicher eine sehr schöne Feier sein, aber sie wird nie jene Tiefe erreichen, die der empfindet, der eben jetzt zu Ostern das Sakrament der Buße vorher empfangen hat. Deshalb hat die Kirche schon im 13. Jahrhundert, 1215 im vierten Lateran-Konzil angeordnet, dass die Gläubigen mindestens in der österlichen Buße und Fastenzeit das Sakrament eben jetzt der Buße empfangen sollen. So steht es auch im Katechismus. Jetzt so viel ich weiß, also das ist das Minimum eben jetzt an Beichtpraxis, das wir brauchen. Und wer das getan hat, und Gott sei Dank steigt ja die Beichtpraxis mittlerweile wieder sehr stark an, gerade unter jungen Leuten auch, das Bedürfnis, sich die Sünden vergeben zu lassen, der wird dann wirklich diese ganze liturgische Geschehen nicht bloß als ein schönes, heiliges Spiel und so weiter miterleben, sondern als etwas, das an ihm selbst geschehen ist. Und in der frühen Kirche war die Osternacht jene Nacht, wo die getauft worden sind. Die haben vorher äh, Götzen verehrt, die sind zu den, in Aberglaube haben sie Gestirne angebetet, und so weiter, haben sich Amulette umgehängt, weil sie von den Mächten eben der Natur Angst hatten. Und das war alles weg dann. Nicht? Plötzlich in der Taufe ist man zum wahren, lebendigen Gott gekommen, eben jetzt, der einem zum echten Glauben an einen Gott der Liebe befreit, die Taufe eben jetzt. Und das war für die Auferstehung, die sie existenziell erlebt haben. Und jeder, der heute zur Beichte geht, ich, kann Ostern in einer ähnlich tiefen Weise miterleben. Der Begriff der Sünde, ist ja heute nicht mehr so populär. Er wird eigentlich nur gebraucht im Zusammenhang mit, mit Torten. So ja. etwas habe ich mal wieder gesündigt. Ja. Aber sonst äh, sagt man doch, äh, Sünde, das ist etwas, das haben die, die, die Priester erfunden, die Kirche, das macht den Menschen <laughs> klein. Ja, ich soll mich als kleiner, äh, sündiger Mensch fühlen. Und das will man doch heute nicht mehr. Man will doch äh, ein. Äh, ein, ein, ein großer Mensch sein, der sich nicht duckt äh, vor irgendetwas. Also, wir erleben das ja, dass auch in der Kirche viele Priester, äh, wie soll ich sagen, die Sünde verharmlosen, oft die Beichte nicht angeboten wird. Und was ist gekommen? Die Menschen suchen andere Wege, wie sie mit ihrem schlechten Gewissen fertig werden. Ich glaube, dass wir nicht überschätzen dürfen, unterschätzen dürfen, dass Gott eine Wirklichkeit ist und dass er auch ein Sprachrohr in jedem Menschen hat, ob der jetzt an ihn glaubt oder nicht und das ist das Gewissen. Und dass dieses Gewissen einfach da ist und wo man jenen Weg ausblendet, den Gott geschenkt hat, um wirklich von der Sünde befreit zu werden, nämlich die Buße, die Beichte, die wahre Vergebung der Sünden durch die Erlösung Jesu Christi, da suchen sich die Menschen instinktiv andere Kanäle, wo sie sich zumindest psychologisch entlassen. Es funktioniert leider nur psychologisch. Also, ich fürchte, dass die Zunahme der äh, psychopathologischen Erscheinungen, die wir heute so sprunghaft haben, oder dass so Phänomene, dass sich Leute in irgendwelche Fernsehtalkshows setzen und dort ihre ganzen äh, schmutzigen Dinge ausbreiten vor einem Millionenpublikum, dass das alles also jetzt Kanäle sind, letztlich fehlgeleitete Kanäle, weil die Menschen das Gefühl haben, ich muss irgendwo meinen Dreck loswerden. Viele denken ja, das ist schon schön und gut mit den Sünden und mit den Beichten, aber das, was ich habe, was ich auf dem Kerbholz habe, das hat sonst bestimmt niemand und das ist so peinlich dass ich das ja. äh, doch gar nicht dem Priester sagen will. Was sagen Sie mit dieser langen äh, Beichtpraxis dazu? Also ich habe meinen Jugendlichen immer gesagt, damit ich ihnen die Angst nehme oder die Scham, die falsche Scham, die dann hindert, dass man sich traut, zur Beichte zu gehen. Wenn es euch gelingt, ja, eine Sünde zu beichten, die noch nie jemand bei mir gebeichtet hat, dann zahle ich euch 10.000 Schilling oder 10.000 Euro. Aber ich äh, bin, ich, so viel hätte ich nie gehabt, aber... Aber nur um denen die Angst zu nehmen? Nein, also man braucht keine Angst. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm heute mehr. Also ich merke, dass die Jugendlichen sehr offen eben jetzt. Sie sind ja gewohnt mittlerweile über alles zu sprechen und so weiter. Und äh, also dass das wieder, dass diese Offenheit zunimmt und dass diese falsche Scham gerade dort eben jetzt etwas zu sagen, wo wirklich dann Heilung geschehen kann, dass die abnimmt und dass dieses Problem geringer wird. Dann kehren wir zurück in die Osternacht, wo nach dieser Lichtfeier der Wortgottesdienst mhm. kommt. Der besteht aus, äh, glaube neun Lesungen. Ja. Äh, die fangen an von der Erschaffung der Erde ja. äh, bis dann zu den Berichten über die Auferstehung äh, Jesu Christi. Äh, das ist ja zum Teil auch ein bisschen vielleicht ermüdend für den einen oder anderen. Äh, warum? Es sind sieben, sieben Lesungen aus dem Alten Testament und in diesen sieben Lesungen wird gleichsam der ganze Horizont der Heilsgeschichte abgeschritten. Also es wird von der Schöpfung erzählt, Auszug aus, dem, äh, aus Ägypten, äh, das eigentliche Name, der eigentliche Name Ostern, den haben wir leider nur im Deutschen und auch im Englischen, sonst überall wird ja das Osterfest benannt nach dem jüdischen Wort für Pascha. Ja, Pasqua und so weiter, Pasquale, Pack und so weiter. Äh, Auszug aus Ägypten und Pascha ist dieser Auszug aus Ägypten, den die Juden hier gefeiert haben und wo Jesus eben dann äh, das letzte Abendmahl feiert und aus diesem Grund stirbt er dann in Jerusalem. Nach der siebenten Lesung kommt das Gloria. Dann gehen die Lichter auch an in der Kirche, wir feiern die Auferstehung Christi. Und dann kommt sogleich Römer 6, ein ganz berührender Text des Apostels Paulus, wo es um die Taufe geht, nämlich Christ werden in der Taufe bedeutet, mit Christus begraben zu werden, um mit ihm aufzuerstehen. Nicht? Also eine Erinnerung an das, was sich an jedem schon ereignet hat durch die Taufe und dann das Evangelium. Einer der Höhepunkte dann danach, dieser Osternacht, ist ja dann die Tauffeier da gibt es viele Täuflinge natürlich mhm. zum einen Kinder, aber ja. auch ja immer mehr Erwachsenen ja. taufen. Warum macht man das denn in der Osternacht? Weil eben jetzt die Taufe dieses existenzielle persönliche Mitvollziehen des Sterbens und des Auferstehens Christi, ist. getauft werden bedeutet einzutreten in die Lebensgestalt Christi, der für uns gestorben ist, der Sünde gestorben ist und der für uns auferstanden ist wo man auch wirklich dann existenziell miterleben kann, was das für einen Menschen bedeutet, der aus, aus dieser Sünde und Gottferne und aus diesem Leben, das so sinnlos und öd ist, dann plötzlich hingefunden hat zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Hier in der Hochschule Heiligenkreuz bei Ihnen, da gibt es ja einen speziellen Kurs zur Ausbildung ja. von Menschen, die andere auf die Taufe vorbereiten sie nennen das lac kurs l-a-k das steht für lehrgang zur, zur, ausbildung, zur von ausbildung von katechisten, Katech ja. katechisten. Ja. und da steht auf ihrer internetseite dem liege eine ganz visionäre ja. konzeption zugrunde. Ja. Äh, was machen sie da? also zunächst es ist kein äh, kurs der direkt von der hochschule angeboten wird der aber hier im zusammenhang in, in zusammenarbeit mit der hochschule von zwei lazaristenpriestern angeboten wird und zwar geht es um die taufvorbereitung von bewerbern die aus dem islam kommen. heute ist nämlich das phänomen so dass sich niemand um die vielen migranten kümmert die einfach jetzt bei uns sind und da gibt es durchaus welche die sich dafür interessieren christ zu werden. Da gibt es dann ganz beschämende Erzählungen von denen, dass zum Beispiel ein, ein türkischer äh, Taufbewerber hat bei uns erzählt, er ist zu einem Pfarrer gegangen und hat gesagt, ich interessiere mich für den Glauben, ich möchte vielleicht Christ werden. Der Pfarrer hat gesagt, ja, ist schon gut, da hast 10 Euro. Ja. Der hat den gar nicht ernst genommen. Ja. Uh, und das ist kein einzelfall nämlich weil wir schon gar nicht glauben eben dass jetzt menschen auch aus anderen religionen eben jetzt bereit wären, das evangelium und den glauben anzunehmen und da gibt es sehr viele und vielfach sind die seelsorger heute überfordert und deshalb bildet dieser katechistenkurs von den bischöfen österreichs anerkannt uh, bildet der jetzt eben aus in vier semestern fernkurs bildet der aus uh, damit ehrenamtlich Katechisten dann solche Taufvorbe Taufbewerber vorbereiten. Wer kann da teilnehmen? Im Prinzip jeder erwachsene Katholik. Er muss natürlich eine Bewerbung schreiben. Auf der Homepage katechisten.org findet man dazu nähere Informationen. Es gibt also die Tauffeier dann in, den, in der Osternacht. Und schließlich schließt die Osternacht mit einer Eucharistiefeier also der ganz normalen äh, Heiligen Messe, aber es kommt noch etwas Besonderes dazu. In vielen Kirchen am Ende, wenn man rausgeht, äh, bekommt man ein Ei äh, mit auf den Weg. Äh, wie, passt denn, wie passen denn diese ganzen Eier und Hasen und dieses äh, andere Brauchtum, das sich auch um Ostern herum mhm. rankt, äh, zum christlichen Osterfest? Zunächst einmal ist es durchaus schön, dass sich äh, dieser ganze Kitschrausch des Osterfestes nicht so bemächtigen konnte wie des Weihnachtsfestes. Also irgendwie merkt man, dass im Osterfest dieses Transzendente, Tod und Auferstehen, also nicht so vermarktbar ist, nicht so verkitschbar ist wie zum Beispiel zu Weihnachten, ja? äh, wo der Weihnachtsmann leider das Christkind vielfach schon bei uns ersetzt, was wir nur bedauern können. Äh, das Osterei ist ein Symbol. Ich habe das mal gelesen, dass also dieses anscheinend tote und steinartige, aus dem dann das lebendige Küken schlüpft. Ich durfte das so ja oft miterleben, weil ich aus einer ländlichen Gegend komme, wie das berührend ist, wenn dann aus dem Ei wirklich ein lebendiges herauskommt, ein Symbol letztlich für die Auferstehung. So wie das Kaninchen, wie der Osterhase, der dann im Frühling wieder aus der Grube kommt und deshalb auch aus dem Herauskommen ist das eigentliche Christus-Symbolhafte. So habe ich es mal gelesen, aber da bin ich kein Experte dafür. Also man kann das durchaus auch christlich ja. adaptieren. Unser Abt steht auch immer und verteilt dann an die hunderten Gläubigen, die rauskommen, verteilt er dann Ostereier und dann ganz wichtig auch nach Ostern gehört, miteinander gegessen und gefeiert. Ja, wir haben das auch vor einigen Jahren jetzt erst eingeführt bei uns. Aber nach Ostern, nach der Osternacht, wenn man dreieinhalb Stunden miteinander gefeiert hat, eben jetzt ganz konzentriert auf Gott, dann gehört auch dieses Feiern miteinander. Und das ist auch ganz urkirchlich, wo die Eucharistie ja immer mit der Agape eben jetzt verbunden war. Und das gehört ganz wichtig zusammen. Vielen Dank, Pater Karl, dass Sie geholfen haben, dass viele unserer Zuschauer mit neuen Augen auf dieses Osterfest blicken und wir wollen den Zuschauern dann einfach auch noch ein gesegnetes Osterfest eine gesegnete ja. Karthagen ein gesegnetes Osterfest wünschen. Vielen Dank, dass sie bei uns waren und vielen Dank Ihnen zu Hause, dass sie dabei geblieben sind und ich freue mich, wenn sie neu auferstanden dann wieder dabei sind, wenn es heißt Spirit, leben mit Stil.